hey. Springer, ja, ist halt einfach das Geilste. Man ist auf sich allein gestellt, kann tun und lassen, was man will und ist halt ein Lifestyle. Und er lebt ihn als Profi. Hannes Ackermann ist einer der besten deutschen Freestyle-Motocross-Fahrer. Zweimaliger deutscher Meister und 2010 erster bei der Flight Cup Tour. 2011 aber das Wetter in Biberach. Sie haben alles gegeben. Heute früh stand hier noch sehr viel Wasser und es war nicht fahrbar. Und dann haben sie halt mit dem Bagger das alles weggebaggert. Und jetzt geht's. Also es ist zwar noch ein bisschen feucht, aber es ist in Ordnung. Macht es dann mehr Spaß bei so einem Wetter oder eher nicht so gut fürs Fahren? Fürs Fahren ist am besten, wenn es trocken ist und Sonne scheint. Den nun 500 Zuschauern aber fehlt nichts. Fürs Wolkenwetter entschädigen die spektakulären Stunts der großen und kleinen Biker. Das ist einer der größten legalen BMX-Plätze, wo wir hier eigentlich haben. Von den Motocrosses ist schon weit gekommen. Die kommen hier ohne irgendwie Kohle zum Verlangen, eigentlich auch bloß zum Spaß. Wir haben die vor 2002 das erste Mal die Motocross-Veranstaltung gemacht und seither kommen die eigentlich immer wieder gerne alle ans Gelände, um zu fahren eigentlich letztendlich. Ja. Ein bisschen Wettkampf aber ist auch dabei. Und genau das besondere Bewertungsverfahren macht für die Fahrer den Reiz der Flight Cup Tour aus. So, Fahrer bewerten Fahrer. Das heißt, solange die Gruppe fährt, judgen die anderen Fahrer und ja, notieren sich da ein paar Notizen und nachher gibt es ein Gesamtranking, wo der Fahrer sagt, das war für mich der erste, das war der zweite, dritte, vierte und so setzt sich das zusammen. Also da gibt es dann keinen Judge, wo 1000 sitzt, quasi wo nicht mitfährt und vielleicht ungerecht bewertet. Von dem her ist das gerecht, dass die Fahrer sich untereinander eigen bewerten. Für Schmid ein erfolgreicher Nachmittag. Er macht zwar heute nur Platz 3, führt aber die Gesamtwertung der Tour an. Zum finalen Lauf geht es am 27. August dann nach Belgien. Und im kommenden Jahr bestimmt wieder nach Biberach zur Flight Cup Tour 2012.